Meine Fresse, wie komme ich denn an dieses olle Viech ran? Okay. Schild ist durchbrochen. Aua, 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 aua. Ich komme da nicht lang, ich komme da nicht raus, verdammt. Jetzt aber. Zack, zack. Oh, Mann! Zack. Power-Up-Bomben. Sammle Power-Ups und okay. Kurzzeitig stärkere Items zu bekommen. Okay, dann probiere ich gleich mal aus. Bam! Alter, zack und zack. Oh Gott. Okay. Wir haben schon ganz schön wenig Leben jetzt nur noch. Der hat aber jetzt auch nicht mehr viel. Zack. Aua. Zack, zack und... So! Boah, das war ganz schön schwer. Die Krabbelmine bewegt sich wieder. So. Und zack, und batz. Ein bisschen Magie können wir auch mal benutzen. Ich glaube, ich habe keinen einzigen getroffen jetzt, oder? Oh, doch. Die nächste Krabbelmine kommt schon mal zum Vorschein. Okay, Mission completed. Beide Feldsäulen sind zerstört. Kinders, was ist denn los hier? Wunderbar, der Weg zum Ausgang ist frei. Es ist übrigens selten, dass Link mal was sagt. Fällt mir ganz so auf. Da müssen wir lang. Ach, mussten wir uns hier nur durchbashen oder wie sieht das aus? Okay. Okay. Das ist ja relativ... Okay. Kann ich jetzt noch ein bisschen erkunden gehen? Nee, wir haben es geschafft. Ich wette, wir hätten hier noch ein bisschen mehr erkunden können. Guck mal, Goron. Ach, die Goronen hätten wir auch killen müssen, oder wie sieht das aus? Wegen dem Roten da. Wimper ist mit ihren Attacken auch schon ganz cool, so ist nicht. Kampfdauer 23 Minuten. Sieg, oh cool, über 1700 Kills. Das ist nett. Waffe, ein Feuerstab. Ich glaube, den können wir mit keinem Charakter bisher benutzen. Okay, doch, mit Link, scheinbar. Und Langschwert Wasserbonus. Ist das jetzt neu, oder... Ne, das haben wir, glaube ich, gerade. Eisenschallfoss. Okay, die Robe von dem Typi, was... Damit können wir eh nichts machen. Ich werde übrigens mal ab sofort spielbar. Chic, genau. Waffe erhalten, Lyra der Göttin. Diese Lyra spielt magische Melodien, genau. Das ist Chics Waffe. Bin mal gespannt, die werden wir dann so als nächstes probieren. Ich werde mal jeden Charakter so durchprobieren. Angriffsrepertoire von Link erhöht. Schmiede dazu. Ach so, cool. Wir können die Kokiri-Medaille schmieden. Okay. Link ist jetzt ein bisschen underlevelt. Bisher. Aber wir haben den Zauberstab für Link jetzt freigespielt. Also. Ich weiß nicht. Nachleveln? Irgendwann. Stimmt. Ich will ja jetzt erstmal, sobald wir. Ich weiß nicht. Wie das so sein wird, ob dann genug Level zum Freispielen hat, dass man dann später irgendwann freien Modus, genau, im freien Modus werde ich zwischendurch mal ein bisschen spielen. Wenn sich das aufs Hauptgame auswirkt, versuche ich das so wenig wie möglich zu machen. Also nur ein bisschen leveln, ein bisschen die
Levels nochmal wieder durchzugehen, um zu gucken, was so drauf ist. Also, wenn, dann will ich mal ein bisschen mit Link leveln oder so. Mal schauen. Empfohlen Feuer. Hier war Wasser empfohlen, das heißt, das war ziemlich gut, dass wir da mit Sheik angegangen sind. Ach, mit Impa. Aber Feuer, jetzt haben wir den Feuerstab, aber ich probiere es trotzdem mal mit unserer guten Sheik jetzt. Oder unserem guten Sheik. Und eigentlich ist es ja... ist Sheik ja, wie die meisten Leute wissen, weiblich, weil Zelda. Aber der Charakter Sheiks, glaube ich, sollte männlich dargestellt werden. Ist so ein komischer Gewissenskonflikt. Medaillenschmiede. Machen wir mal die Verteidigungsmedaille. Ich werde jetzt auch mal Flasche 1 machen. Aber die anderen können wir nicht machen, ne? Genau. Davon haben wir noch nichts. Angriffsmedaille. Fehlt uns noch etwas? Wow. YYYYX. Heftig. Was für Kombos man da zusammen bashen kann. Für Link können wir jetzt ja was zusammen. Hilfsmedaillen. Das wird uns ja eben angezeigt, ob wir das machen können. Wenn wir ein rotes Elixier hätten, wir noch theoretisch dann gehabt. Medaillenschmiede, Angriffsmedaille. Holzschwert. Okay. Die Kombos muss ich mir auch erstmal merken. Kokiri-Schwert. Okay, dann machen wir mal. Ist ja nicht teuer. Okay. Wenn wir Yps... Also... Okay. Wir, entweder drücken wir einmal Y und X, dann haben wir ein Kombo YYX hat eine Kombo, YYYX hat eine Kombo oder ganz oft Y. Also Y ist der normale Schlag, X ist der Spezialschlag. Bei der Wii Family ist das ganz nervig, da musst du ja schütteln beides, da kommst du ja ganz durcheinander mit den Kombos. Also ich bin schon ganz froh, dass ich hier mitspiele. Und das können wir benutzen. Oh Gott. Y dreimal X, dann haben wir diesen neuen Spezialangriff. Ich freue mich schon im Trainingsraum. Was kostet das denn, wenn wir den auf Level 7 mit hochbringen? 4000. Wir haben 17.000 momentan. Machen wir dann mal. Jetzt ist er zumindest auf dem gleichen Level wie die anderen. Ich weiß nicht, ob wir... Ich will schon mit Sheik spielen, so ist nicht. Impa hat zumindest jetzt das Ding ins Gebiet bekommen. Ich will schon mit Sheik spielen, so ist nicht, aber... Na, ich probier's jetzt nochmal mit Link. Sheik läuft uns ja jetzt nicht davon. So ist es ja. Genau. Probieren wir es mal. Wenn wir schon eine empfohlene Waffe haben, bekommen können, dann sollten wir sie auch benutzen. Ein mysteriöser Fremder namens Sheik hat Link und seine Verbündeten vor den Gefahren der Höhle von Eldin gerettet. Siehst du? Sheik ist männlich. Zusammen mit ihrem neuen Weggefährten erreichen Impas Truppen schließlich den Weg, den Wald von Firon. In den Wipfeln fanden sie ein Dorf, das in einem aussichtslosen Kampf mit den Monstern verstrickt war. Link und Impa wollten zwar die Suche nach Zelda fortsetzen, konnten aber die Not der Dorfbewohner nicht ignorieren und stürzten sich an ihrer Seite in den Kampf. Wie gesagt, in der Theorie halber denken alle, Sheik sei männlich, aber wie Zelda-Fans halt wissen, ist Sheik ja insgeheim Zelda. Genau. Wir können gleich mal... Haben wir jetzt was Neues? Hidden Skill. Haus. Die fand ich schon ziemlich nice. Ich setz mal zurück. Die Musik ist auch ganz okay. Dann beginnen wir mal die Schlacht, wobei... Schlachtfeld. Ach, Lana macht mit. Ist ja cool. Ist ein bisschen doof, dass wir es jetzt schon sehen, weil... Lana ja der neue Charakter dann sein wird. In dieser Map. Lana ist ja die Hyrule Warriors eigene Charakterin. Die... Ansonsten sind das ja immer Charaktere aus alten Spielen, aber hier ist es halt neu. Okay, die Monster kenne ich nicht. Entweder kommen sie aus dem einzigen Zelda, das ich nicht kenne, Twilight Princess, oder sind ganz neu.
Momentan kommen sie mir nicht bekannt vor. Du! Führst du diese Soldaten an? Ja. Du verwendest Magie. Wo hast du das gelernt? Nun ja, ich bin eine Zauberin. Ich gehöre demselben Clan an wie jene, die all diese Ungeheuer und so weiter. Dann sag mir, was willst du, was will diese Chia in Hyrule? Mal sehen. Helft uns. Das kommt so. Dann verrate ich es euch. Okay. Wie verdutzt die gucken. Doch, Lana gefällt mir. Ist ein cooler Charakter. Wir kämpfen diese Runde wieder mit Link. Mit dem Feuerstab. Dann bin ich mal sicher. Okay. Nice. Ich probier's mal. Ah, geile Scheiße. Der neue Spezialangriff. Es macht schon, haut schon rein, echt. Okay, wo nehmen wir denn. Okay, dann nehmen wir mal hier gleich den nächsten ein. Dann können wir sofort den. Zack. So, der ist eingenommen. Zack. Und zack. Wow. Heftig. Wow, Alter. Das ist schon echt stark. Okay, wo kommen wir denn jetzt hier am ehesten? Okay, wir können da unten zur nächsten Festung kommen. Was ist das denn? Okay. Liebe 7. Ach so, klar, logisch. Aus der Range. Oder wie mache ich das? Ich hab doch kein. Warte. Ich hab doch hier meine schönen Bombis. Genau. Finde den Bogen. Ach so, wir kriegen den Bogen. Das ist ja mal nice. Wo könnte der denn jetzt sein? Batz! Und können wir das eigentlich lenken? Weil das meistens macht das ja, da hinten ist ein Stein. Das heißt, da wird logischerweise gleich der Bogen versteckt sein. Na komm. Nö, das war nix. Batz. Gut. Batz. Ja, hier ist ja eh eingenommen. Ich probiere es mal. Da hinten ist wieder so ein Viech. Wo ist der blöde Bogen denn? Bogen im Dorf. Die Waffe ist irgendwie witzig. Hast du den Bogen noch nicht gefunden? Ja, wo ist er denn? Ich weiß, wo der Bogen war, in einem Baum im Südwesten der Siedlung. Okay, da unten. Ich weiß Bescheid. Und wo da habe ich den jetzt. Ach, dahin. Bogen! Okay, Bogen. Jetzt wird's interessant, wie wir den Bogen jetzt benutzen. Gott, mir geht mein Gamepad leer. Moment! Steckdose. Man kann's Kabelsalat hier suchen. Ich zocke ja schon wieder viel zu lange. Na komm. So, jetzt können wir weiter zocken. Du hast den Bogen erhalten. Mit ihm kannst du auch weitere, weit entfernte Gegner angreifen. Kleinere Gegner werden durchschlagen. Ich bin mal echt gespannt, wie wir jetzt mit dem Bogen angreifen können. Giftpflanzen, ja, ja, genau. Okay, dann wollen wir zuerst mal den ersten hier besiegen. Ach, direkt One-Hit, ist ja cool. Machen wir das jetzt immer? Ist ja cool. Da ist noch irgendwo eine. Genau da. Zack. Muss ich gar nicht auf Ziel drücken. Ich will mal den Spezialangriff von A ausprobieren, was der so macht.
Wow. Geil. Der ist ja heftig. Ach, das Ding müssen wir noch einnehmen. Okay, machen wir es mal eben. Viel sind die ja nicht mehr. Das ist ja wirklich albern. Quatsch.